Lohnunternehmer sind in den letzten Jahrzehnten zu einem festen Bestandteil der Agrarproduktion geworden. Mit modernen und schlagkräftigen Landmaschinen helfen sie Landwirten, ihre Feldarbeiten wirtschaftlich und termingerecht zu erledigen. Der fachkundige Umgang mit der Landtechnik und das Wissen über die Tätigkeiten sind essentiell. Wir haben für dieses Video einen Auszubildenden zur Fachkraft Agrarservice sowie eine Agrarservice-Meisterin durch ihren Alltag begleitet. Dafür sind wir im Sommer nach Schleswig-Holstein gereist. 75 Kilometer nordwestlich von Hamburg hat das Lohnunternehmen Andreas Pentrup seinen Standort. Hier treffen wir auf Jakob. Der 19-Jährige ist im dritten Lehrjahr zur Fachkraft Agrarservice und voll ins Team eingebunden. Die Getreideernte läuft. Ein kurzer, aber intensiver Abschnitt im Arbeitsjahr des Lohnunternehmens. Etwa 2 Stunden fließen in die morgendliche Vorbereitung der Mähdrescher. Jeden Tag werden die Erntemaschinen vom Staub befreit. Die Schmierpunkte werden mit Fett versorgt, kleinere Reparaturen durchgeführt und natürlich wird getankt. Jeder Mitarbeiter ist für seine Maschine verantwortlich. Wenn aber Not am Mann ist, dann hilft man sich natürlich gegenseitig. Bevor es raus aufs Feld geht, kommen alle Mitarbeiter zum gemeinsamen Frühstück zusammen. Ein familiäres Ritual, das während der stressigen Erntezeit von allen Mitarbeitern gerne angenommen wird. Zumal das Getreide erst gegen Mittag ausreichend trocken ist. Betriebsleiter und Agraringenieur Andreas Pentrup ist froh über den Rückhalt seiner Mannschaft. Denn aufgrund eines Unfalls kann er die diesjährige Kampagne nicht mit voller Kraft unterstützen. Bereits seit 2011 wird hier zur Fachkraft Agrarservice ausgebildet. Dann geht es los zu den Kunden. Den großen und schweren Mähdrescher im Straßenverkehr zu bewegen, benötigt die volle Aufmerksamkeit von Jakob. Die Rücksichtnahme auf andere Verkehrsteilnehmer ist selbstverständlich. An den Umgang mit den Maschinen werden die Auszubildenden individuell nach ihrem Können herangeführt. Am Feld angekommen bespricht sich Jakob zunächst mit dem Kunden und führt eine Feuchtemessung des Korns durch. Als künftige Fachkraft Agrarservice gehört die Beratung und Information der Kunden zu seinen täglichen Aufgaben. Kaum einer der Landwirte, für den das Lohnunternehmen Pentrup erntet, hat selber noch einen Mähdrescher. Das Vertrauen, aber auch die Erwartungen an Jakob und seine Kollegen sind daher hoch. Mit einer Verlustschale wird als nächstes die Einstellung des Mähdreschers kontrolliert. Dafür werden Stroh und Spreu aus der Schale entfernt, um die Kornverluste zu ermitteln. Jakob ist mit dem Wert von etwa 0,5% zufrieden und gibt die Info an die Kollegen weiter. Er selber muss zunächst noch kurz in die Werkstatt und dann die Stoppelbearbeitung bei einem Kunden beenden. Später soll er den Kollegen auf dem Mähdrescher ablösen. Das Lohnunternehmen Andreas Pentrup ist schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft. Neben der Aussaat, der Bodenbearbeitung, der Getreideernte und Logistikaufgaben hat man sich auf den Pflanzenschutz spezialisiert. Mit 5 Spritzen wird eine Grundfläche von 7000 Hektar für rund 300 Kunden betreut. Ein Agraringenieur vom Lohnunternehmen übernimmt selbst die Bonituren und plant die Maßnahmen. Andreas Pentrup arbeitet eng mit dem Lohnunternehmen Reckefuß zusammen. Man unterstützt sich gegenseitig mit Fahrzeugen und hat erst vor kurzem in einer Maschinengemeinschaft einen Gülle-Selbstfahrer angeschafft. Auch bei der Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice wird kooperiert, um den Azubis ein möglichst breites Spektrum an Dienstleistungen näher bringen zu können. Vor allem während der Grünfutter- und Maisernte ist Jakob regelmäßig auch beim Lohnunternehmen Reckefuß eingesetzt. Im Berichtsheft werden die Tätigkeiten beschrieben und es dient der Vorbereitung auf Prüfungen. Zusammen mit den Ausbildern wird das Heft regelmäßig diskutiert.
Deutschlandweit haben seit Beginn der Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice im Jahr 2005 mehr als 3.500 Azubis über diesen Weg ins Arbeitsleben gefunden. Lisa Reckefuß leitet das Lohnunternehmen mit 11 festangestellten Mitarbeitern. Die 31-Jährige hat nach ihrem Abitur Agrarwissenschaften in Kiel studiert und im Anschluss die Fortbildung zur Agrarservice-Meisterin angeschlossen. 2 Winter lang wurde sie dafür vor allem betriebswirtschaftlich weitergebildet. Angebote schreiben, Kalkulationen durchführen, Investitionen planen oder der Jahresabschluss waren Themen, die Lisa auch im eigenen Lohnunternehmen regelmäßig begegnen. Mehr als 500 Meistertitel wurden seit Start des Programms im Jahr 2011 bereits vergeben. Die richtige Maschine zum optimalen Zeitpunkt auf dem richtigen Feld zu haben, ist keine leichte Aufgabe. Jedes Jahr ist anders und der Wetterbericht hält selten, was er verspricht. Verlässlich sind dabei die Kunden, mit denen man zu tun hat. Für zahlreiche Höfe war schon Lisas Vater als Lohnunternehmer tätig. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1977 ist der Betrieb stetig gewachsen. Lisas neue Herausforderung wird es, die Familie in Einklang mit der Arbeit zu bringen. Digitale Helferlein unterstützen sie dabei. Früher wurde mit Faxgerät und Zettelwirtschaft disponiert. Heute sind sämtliche Felder digital hinterlegt und die Mitarbeiter erhalten ihre Aufträge aufs Tablet. Damit sind Dokumentationspflichten, die Rechnungsstellung und Kalkulationen deutlich einfacher zu erledigen. Noch einmal zurück zum Lohnunternehmen Andreas Pentrup. 4 New Holland Mähdrescher, allesamt Schüttlermaschinen, befinden sich im Fuhrpark. Eine der Erntemaschinen steuert nun Jakob. Nur etwas mehr als 14 Druschtage umfasst die Getreideernte in der Region. Jeder Mähdrescher drischt in dieser Zeit 250 bis 300 Hektar, vornehmlich Roggen, da dieser auf den leichten Ackerböden der Geest gut wächst. Jakob kommt von einem landwirtschaftlichen Betrieb und ist den Umgang mit Mähdrescher und Co. gewöhnt. Der 19-Jährige steht auf Landtechnik und so ist der MB-Truck seines Kollegen als Abfahrer eine willkommene Abwechslung. Nach der abgeschlossenen Ausbildung überlegt Jakob, im Agrarbereich zu studieren. Viele seiner Berufsschulkollegen bleiben jedoch auch im Job und qualifizieren sich hier weiter. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1.000 Ausbildungsplätze zur Fachkraft Agrarservice. Der Bundesverband der Lohnunternehmen ist die Interessenvertretung der Branche und informiert über alle Themen rund um die Ausbildung und die Fortbildung zum Meister. Draußen arbeiten und im Team richtig was bewegen. Jakob mag seinen Beruf und auch bei uns kommt bei diesen abendlichen Ernteimpressionen Neid auf.